denken. Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte ein Satz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend von ihnen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Okay, das erklärt die Edensplitter, damit wollten sie dann, deswegen haben sie so viele erschaffen wahrscheinlich auch. Aber waren das nicht insgesamt sogar mehr als 12? Ich war der Meinung, da schon mal irgendwo gelesen zu haben, dass es mehr als 30 sogar gibt. Na, mal schauen, wie es weitergeht hier. Vielleicht wird das ja noch erklärt. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen. Die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen. Und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären, einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschehe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart. Ich sah seine Aktivierung und dann... das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Luno. Wir müssen vorsichtig sein. Na, war Lucy doch falsche Schlange. Ja. Naja. Dann schauen wir mal, was hier noch so zu finden ist. Da geht's nicht lang. Müssen wir hier lang extra. Hopp. Uiuiuiui. Das ist hier aber auch mal wieder... alter Schwede. Was? Jetzt bin ich wieder unten. Gleich, oder wie... super. Scheiße, ey. Dann mal wieder ab nach oben, ne? Was auch sonst. So. Hier lang, da bin ich eben hoch. Da geht's ja nicht wirklich weiter. Schau ich mal hier, ob ich hier irgendwo finden kann. Gerade wieder hier. Musste gerade nochmal neu starten. Oh, sieht aus wie... keine Ahnung. Ups, da wollte ich nicht hoch.
So, Moment, da oben muss ich hin. Versuchen wir doch mal hier rüber. Okay, dadurch können wir nicht. Dann würde ich mal sagen. Ha. Kann ich hier nicht irgendwie... Wow. Ja, super. Oh, ich krieg eine Krise hier. Scheiße. So, einen noch hoch. Kann ich vielleicht hier die Wand hoch? Einen weiter noch. Nein. Oh, ein Glück. Wenn ich es so mache, das geht natürlich. Doch, geht doch, aber... Scheiße, da komme ich irgendwie nicht ran. Was ist denn hier drunter? Ist das... Ja, gut. Das ist nur eine Ebene da drunter. Scheiße, Mann, wie komme ich denn da jetzt hin? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn hier drin? Oh, super. Menschenskinder nochmal. Muss mir doch mal gesagt werden. Aber ja. Wir haben doch zwei Energiequellen, ne? Ja. Sehr gut, mal schauen, was jetzt kommt. Okay, das werde ich mir auf jeden Fall auch mal kurz angucken. Oh. Oder auch nicht. Sei nicht albern. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie geschlafen oder so und wir haben sie geweckt. Eine Art Kryotechnik. Oder Winterschlaf. Ich meine, woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann, ich weiß nicht, irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussehe, hätten sie Erfolg gehabt. Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für sie, doch nicht für euch. Ein Siegel verschützt es. Doch euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Aha, okay. Beliebige Taste drücken. Also, was gibt's Neues? Hast du bei der Erkundung etwas Interessantes erfahren? Wir haben zum Ende hin echt abgefahrene Sachen probiert. Die wollten sich neue Körper schaffen. Auch nicht schlecht. Stand in Computern speichern. Ja, warum nicht, ne? Muss hart für sie gewesen sein. Das macht mir auch so. Ich meine, die sagen, hier wäre etwas, was uns hilft. Aber was? Warum ist es weggesperrt, wenn es das ist, was wir brauchen? Vielleicht ist es gefährlich. Vielleicht wollten sie sicher gehen, dass nur du es erreichen kannst. Das ist die andere Frage. Was macht mich denn so besonders? Das werden wir wissen, sobald wir die Tür öffnen. Ja, so sieht's aus. So, beliebig Taste drücken und rein da. Ich habe eine dritte Energiequelle. Oh, was für ein Glück. Dann machen wir das doch mal. Die ist schon vor einer Weile aufgetaucht, aber ich konnte es erst jetzt bestätigen. Das ist doch geil. Holen wir die doch mal, ne? In einem Museum in Kairo ausgestellt. Oh. Ja, dann muss Connor wohl warten. Nein, du bleibst. Wir brauchen den Schlüssel und die Zeit läuft uns davon. Na gut. Ich erledige das. Was ist mit Cross? Es wird schon alles gut. Ich bin bald zurück. Na, hoffentlich. Ich bin dann soweit, Desmond. Alles klar, hau rein. Der Winter naht. Ah. Die Luft ist still und voller böser Vorahnungen. Die anderen spüren es auch und gehen mit ungewohntem Eifer ihrer Arbeit nach. Ich möchte helfen, doch dringendere Angelegenheiten erfordern mein Eingreifen. Die Templer haben George Washington ins Auge gefasst und werden nicht ruhen, bis er tot ist. Ich hatte gehofft, diese Tatsache vor ihm zu verbergen, aber Thomas Hickey machte mir einen Strich durch diese Rechnung. So beschloss ich, ihm alles zu erzählen.
Von den Templern. Ihrem Plan. Und von ihr. Nach uns, meine Seite. Wir streichen jeden Tag. Doch es steht zu viel auf dem Spiel, um es jetzt noch zurückzuhalten. Tu das nicht, Connor! Was schlägst du denn vor zu tun? Abwarten, während die Templer alles an sich reißen? Wir schworen, sie aufzuhalten. Hast du das vergessen? Assassinen sollten leise arbeiten, präzise. Wir ziehen nicht umher und schreien es von allen Dächern jedem zu, der hinhört. Ausgerechnet, du hältst deine Predigt? Du hast dich in dieses verfallene Loch verkrochen und die Bruderschaft völlig aufgegeben. Seit meiner Ankunft hier tust du nichts, als mich zu entmutigen. Und im seltenen Fall, dass du mal geholfen hast, hast du so wenig getan, dass du es dir auch hättest sparen können. Du wagst es! Dann sag, unter wem geriet die Bruderschaft ins Wanken? Wer erlaubte es dem Templerorden, so groß zu werden, dass er ein ganzes Land kontrolliert? Wenn ich dich davon abbringen wollte, dann weil du nichts wusstest. Wenn ich zögerte, dir zu helfen, dann weil du naiv warst. Tausendmal wärst du gestorben und hättest Gott weiß, wie viele mitgenommen. Lass mich dir eines sagen, Connor. Das Leben ist kein Märchen und es gibt kein glückliches Ende. Nein. Nicht, wenn Männer wie du das Sagen haben. Wenn du so die Welt retten willst, Bursche, gib Acht, dass du sie nicht zerstörst. Ha! Okay. Bin ich mal gespannt. Scheint jetzt ja in Richtung... Keine Ahnung, wohin es geht. Irgendwohin. Abenteuer New York. Wohin muss ich denn überhaupt? Ach, da hinten ganz nach Philadelphia wahrscheinlich, ne? Ja. Ach, super. Und da gibt's nicht mal irgendwie einen Punkt, wo ich mich hin teleportieren kann, um das Ganze etwas abzukürzen. Dahin könnte ich aber... Ich hole mir erstmal den Klunker und danach mache ich nochmal eine Aufnahmepause. Alter, kann man kaum hier erkennen. Unabhängigkeitserklärung. Independence Hall. Ja, da waren wir schon. Alexander Hamilton. Thomas Hickey. Okay. Ach, das war's. Hui. Schön. Schön, schön. So, ich glaube, hier steige ich schon mal ab. Ich nicht weiß. Wie weit das noch ist. Na, willst du da wohl hoch? Ach, komm schon. Alter, ich häng da jetzt nicht ernsthaft hier zwischen fest, oder? Ab ins Wasser. Oh ja. Oh ja. Ja, das ist natürlich... Och, Mann, ey. Wer nervt? Egal. Ich würde dann einfach mal sagen, dass ich an dieser Stelle einfach schon eine Pause mache. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.